interessante Statistiken, was Ballbesitz angeht. Also ich bin ja Fußballlehrer und dann bekommt man immer so eine Zeitung am Jahresende, die habe ich jetzt vor ein paar Tagen in der Hand gehabt, wo es auch um Statistiken ging. Und es ist in den seltensten Fällen so, dass die Mannschaft mit mehr Ballbesitz die Spiele gewinnt. Also nehmen wir Barcelona mal weg, die können das, die wissen, wie es geht und können das auch in Erfolge ummünzen. Aber in der Regel ist es heutzutage wirklich so, dass die Mannschaften, die gut organisiert sind, gut gegen den Ball arbeiten, deutlich erfolgreicher Fußball spielen. Also wenn man viel Ballbesitz hat und dann auch Fehlpässe spielt in Gefilden auf dem Platz, wo es dem Gegner dann in die Karten spielt, wie dem FC, in dem Zentrum Ballverlust und dann kommt die Umschaltbewegung. Das bringt Ballbesitz auch mit sich, wenn man sich tot spielt und nicht in die Tiefe spielt. Das ist dann gefährlich, aber es täuscht immer darüber hinweg. Man denkt immer, wenn man nicht viel Ball hat, muss ich das Spiel gewinnen. Aber der Fußball ist so taktisch geworden, dass sich da einiges verändert. So denkt er. Eine grundsätzliche Frage, gerade an den Trainer, Lars. Ist das eigentlich wirklich so wichtig, so entscheidend? Wer am meisten läuft, spielt doch nicht automatisch besser, oder? Nee, auch wieder Statistik. Ich bin heute der Statistikweltmeister, aber nur, weil ich vor 3 Tagen diese Zeitung gelesen habe. Also die richtig guten Mannschaften laufen sogar weniger als der Gegner und gewinnen das. Dann Bayern haben das ja auch mal für sich proklamiert, dass sie gesagt haben, wir haben ein gutes Positionsspiel, wir müssen gar nicht 2 Kilometer mehr laufen. Das war so ein kleiner Affront gegen Dortmund, weil die ja immer kommen und sagen, wir haben 8 Kilometer mehr Mannschaftsleistung als der Gegner. Letztendlich an erster FC Köln-Stelle ist man, glaube ich, gut beraten, viel zu laufen. Muss man ganz klar sagen, denn man hat ein intensives Spiel, weil man Mittelfeldpressing spielt. Das heißt, man lässt den Gegner den Ball haben, versucht den Ballgewinn zu kommen, muss die Räume über 90 Minuten sehr konzentriert zuschieben und dann immer die Umschaltbewegung laufen. Und das erfordert dann gerade für die Mittelfeldspieler eine extrem hohe Laufleistung. Okay. Ein Trainer muss auch mal rumprobieren. Da gibt es einmal Zuckerbrot, dann guckst du, dass das nicht funktioniert, dann haust du mal einen richtig zwischen die Hörner und guckst, ob er aufwacht. Und ich glaube, irgendwo dazwischen wird der Schlüssel liegen. Und ich bin auch gar nicht so böse drum, dass dem Clemens da so ein bisschen die Show von Podolski gestohlen wird. Für den Jungen ist das das Beste, was passieren kann. Lass den seine 2 Tore machen, lass den ein bisschen Fußball spielen, lass den sich in Ruhe entwickeln, dann wird er auch noch gut spielen. Wenn er jetzt auf einmal wieder gehypt wird, wie das in Köln so üblich ist, dann macht er wieder 2 Spiele, rennt dann den ganzen Tag über die Ehrenstraße, lässt sich abfeiern und kriegt dann nichts mehr auf die Kette. Lass die Jungs Fußball spielen und die sollen einfach ihr Ding machen und dann ist es okay. Ja. Generell von vornherein zeigt, wo der Hammer hängt, das wollen die Fans sehen, das Stadion wacht dann auf, man kennt das dann auch, dann fangen die FC-Fans an, FC, FC, und dann kriegt man so ein bisschen Selbstbewusstsein. Jeder Spieler sagt, komm, heute könnte vielleicht was gehen. Das ist sicherlich noch keine wirkliche Initialzündung, aber man zeigt dem Gegner, dass es heute schwer sein wird, hier 3 Punkte zu holen, und so sollte man die Heimspiele auch angehen, und wenn es dann funktioniert, umso besser.